Künzelsau. Das Städtchen im Kochertal ist die Geburtsstadt eines Handelsriesen. Aus dem Zwei-Mann-Betrieb seines Vaters schafft ein junger Mann etwas Unglaubliches. Ein Weltunternehmen mit Hunderten von Firmen und einem Milliardenumsatz. Reinhold Wirth. Sein Geschäft? Schrauben. Hohenlohe, die Region, aus der Wirth stammt, ist bis weit in die 1950er Jahre das Armenhaus Württembergs. Heute sitzen hier zahlreiche Firmen von Weltrang. Gibt es Kunst und Kultur vom Feinsten? Wirth besitzt die größte private Kunstsammlung Europas, unterhält Hotels und Spitzenrestaurants. Ich würde schon lügen, wenn ich nicht zugeben würde, dass ich ein bisschen stolz bin auf das, was erreicht wurde. Wie schreibt jemand in 80 Lebensjahren eine solche Geschichte? Was ist sein Erfolgsgeheimnis? Bis vor wenigen Jahren ging Reinhold Wirth noch regelmäßig raus auf Kundenbesuch, begleitete, wie hier im Jahr 2005, einen seiner Außendienstmitarbeiter. Dazu, was so cool hier alles gut sind. Aber da ist kein Papa drauf, 60 Jahre Wirth. Nee. Sauerei. Der Vertrieb ist das Herzstück des Unternehmens. Auf der Nähe zum Kunden fußt im Wesentlichen das Geschäftsmodell von Wirth. Ich muss also mal wieder raus, weil das gibt doch eine gewisse, das prickelt einfach, wenn Sie Ihr Leben lang verkauft haben, dann ist das richtig, das ist fast Urlaub, so mit den Kunden zu sprechen, mit den Kunden sich zu unterhalten. Also verkaufen ist einfach mein Leben. 3,5, 30. Und 8er. Die Außendienstler versorgen Handwerker oder Unternehmen mit Wirth-Produkten. Und wie gut kennt sich Reinhold Wirth noch aus? Ha ja, ha, klar, das sind ganz gewöhnliche Maschinenschrauben. Und das sind dann auch, die sind 4,8, 4,8, also wie man sie halt hier von der Festigkeit her braucht. Wir machen nur etwa 3% unseres Umsatzes in eigener Produktion. Und den Rest lassen wir produzieren in eigener Marke. Also das wird alles schon vom Hersteller in Wirth-Verpackung produziert und auch mit Wirth-Logo eingepresst. Oder dann eine Schiene Mehrwert Plus, wo es dann so richtig ins Eingemachte geht. Ein Händler also ist Wirth. Allerdings kein ganz gewöhnlicher, wie wir später auf der Fahrt mit dem Vertreter noch erfahren werden. So gut, alles Gute, Heimfahrt, Herr Wirth. Diese Tour gibt uns einige interessante Einblicke in das Seelenleben des Unternehmens. Vielen Dank. Auch heute, mit fast 80 Jahren, ist Reinhold Wirth noch im Unternehmen präsent. Als Vorsitzender des Stiftungsaufsichtsrats der Wirth-Gruppe. Das Tagesgeschäft managen längst andere. Seine Arbeitstage aber seien dadurch nicht kürzer geworden. Ich habe früher, egal wo ich war, jeden Morgen mir die Umsatzzahlen geben lassen. Wie war der Umsatz gestern? Heute reicht mir es, wenn ich am Monatsende die Gesamtumsatzzahl bekomme. Aber ich habe theoretisch noch die volle Macht im Konzern in meiner Hand. In Künzelsau, der Stadt an der Kocher, ist noch immer der Hauptsitz von Wirth. Und hier beginnt sie, die Geschichte der Firma Wirth. Reinhold Wirth ist 10 Jahre alt, als sich sein Vater Adolf Wirth selbstständig macht. Adolf Wirth, hier im Bild, arbeitete bereits als Vertreter für eine Schraubenfabrik, als er nach dem Zweiten Weltkrieg beschließt, einen eigenen Schraubenhandel aufzuziehen. Am 16. Juli 1945 ist es soweit. Die Adolf Wirth GmbH und Co. KG wird gegründet.
Ware zu beziehen ist für Adolf Wirth in dieser Zeit noch wesentlich schwieriger, als sie zu verkaufen. Doch irgendwie schafft er es, sich und seine Familie damit durchzukriegen. Sein ältester Sohn Reinhold ist 14, als er ihn von der Schule nimmt und eine kaufmännische Lehre machen lässt. Die Ausbildung absolviert Reinhold, klar, im väterlichen Betrieb. . 1952, mit 17 Jahren, bilden Vater und Sohn ein vollwertiges Gespann. Ich habe manchmal eine hinter die Löffel bekommen, wenn das nicht so ging, wie er das wollte. Also, das war echt eine beinharte Lehre. Und dafür bin ich heute noch dankbar. Reinhold Wirth wird, wie sein Vater, Verkäufer. Die beiden klappern nicht nur die kleinen Handwerksbetriebe in der Region ab, sondern ziehen schon früh in die Metropolen der noch jungen Bundesrepublik. Mit dem Musterkoffer geht es los. Raus zum Verkaufen. Ich kam dann nach Hause mit einem schönen Päckchen Aufträge. Und mein Vater war nicht der, der seine Gefühle gern gezeigt hat, gell? Und hat das auch geguckt und gesagt, ja, ist ja nicht so schlecht. Und hat es auf den Tisch geschmissen. Und das war's dann. Jahre später habe ich dann von meiner Mutter erfahren, dass er in die Küche ging, gegrinst hat und hat gesagt, das ist gar nicht so schlecht, was der Kerl da gemacht hat. Also er war schon stolz auf mich. Aber gezeigt hat er das nicht gern. Auch er hat gute Erinnerungen an diese Zeit. Albert Berner machte seine Lehre bei Adolf Wirth. Heute gehört auch ihm ein Handelsunternehmen mit gut 1 Milliarde Euro Umsatz. Und auch er sitzt noch in Künzelsau. Unterhalb des Künzelsauer Schlosses, am Ufer der Kocher, stehen damals einige Gebäude rund um die Schlossmühle. Nicht nur Adolf Wirth hat hier seinen ersten Firmensitz. Siegloch, Ziel und Stahl haben in diesem Gebäude weitergemacht nach dem Krieg. Und aus dem heraus hat sich die große Industrie hier und auch die Schraubenindustrie quasi weiterentwickelt. Es ist, wenn man so will, die Geburtsstunde einer unglaublichen Erfolgsgeschichte. Aus einer kleinen Ansammlung von Firmen hier rund um die Schlossmühle entstehen in den kommenden Jahrzehnten Unternehmen von Weltrang. Ihren Stammsitz haben sie noch immer in und um Künzelsau. Beschäftigen weltweit zehntausende Mitarbeiter und machen gigantische Umsätze. Der Vorteil war, dass dieses Gebiet zu 90% landwirtschaftlich orientiert war und erst durch den Zweiten Weltkrieg, dann, weil einige Betriebe hierher verlagert haben, industrialisiert wurde. Und so konnten wir über viele Jahre Menschen aus der Landwirtschaft abziehen. Ich meine, wo früher 60 Leute den Hof bewirtschaftet haben, machen das heute noch 3 mit den vielen Maschinen. Und das war für uns ein großer Vorteil, dass wir tüchtige, bodenständige Leute bekommen konnten, die es schaffen gewöhnt waren. Und man kannte sich, kennt sich gegenseitig. Heute noch bin ich mit vielen per Du. Bis weit in die 60er Jahre ist die Region Hohenlohe ein armer, von Landwirtschaft geprägter Landstrich. Den Bauern sagt man eine gewisse Dickköpfigkeit, aber auch Gewitztheit nach. Eigenschaften, die ebenfalls dem einen oder anderen Unternehmer mit zum Erfolg gereicht haben dürften. Es war eine Stadt mit 4000 Einwohnern und es waren wirklich arme Leute hier, einfache Leute hier. Ich habe ja meine Jugend hier verbracht und
von Arbeitern, wie gesagt, die in den Fabriken außerhalb gearbeitet haben. Es war wirklich, das kann man gar nicht erzählen, es waren wirklich ganz, ganz einfache Verhältnisse. Jahrzehnte später ist davon nichts mehr zu spüren. Und Reinhold Wirth treiben auf der Tour mit seinem Verkäufer ganz andere Sorgen um. Ich habe ja folgende nette Episode gehabt. Da ist doch tatsächlich ein Verkäufer mit mir unterwegs gewesen. Der hat dann gesagt, also jetzt ist mein Tank leer. Jetzt müssen wir zuerst mal tanken. Und dann hat es halt 10 Minuten gedauert. Wenn Sie jetzt bloß 25.000 Verkäufer rechnen und der verbrät 10 Minuten, dann sind 10 Minuten, das sind 2% der Verkaufszeiten. Dann beschäftigen Sie von den 25.000 Verkäufern 500 nur, um Auto zu betanken. Und das kann es einfach nicht sein. Also ich habe dringend empfohlen und auch gebeten, dass man gefälligst sein Auto nach der aktiven Verkaufszeit betankt oder halt am Morgen, bevor man losfährt. Ne? Also wie viel haben Sie noch ganz drin? Voll. Ganz voll. Also wir können richtig schaffen heute. Wenn wir jetzt mal in der Zeit da ist, jetzt da muss man wieder aufpassen. Ne? Also. Was mit den 4216 da rechts? Zweite von rechts. Die Aufgabe des Verkäufers ist es, dem Kunden immer alle Teile bereitzustellen, die er für seine tägliche Arbeit benötigt. So muss der sich um nichts mehr kümmern. Da füllt er immer nicht so viel auf. Der Vorteil für den Kunden, er spart sich einen Lageristen. Darüber hinaus führt jeder Verkäufer noch gesondert Artikel mit, die er über das laufende Geschäft hinaus anbietet. Etwa einen Akkuschrauber. Das ist der. Also da steht es ja noch einmal von den erreichten Zyklen. Das Geschäftsmodell des Direktvertriebs. Wirth hat es perfektioniert. Marktbefindliche Schrauber. Nee, das ist sehr gut. Also der ist echt klasse. Dass sich im Schraubenhandel viel Geld verdienen lässt, merkt auch Albert Berner. 1957 gründet er sein eigenes Unternehmen. Bis dahin arbeitete er für den Vater von Reinhold Wirth, Adolf Wirth. Der war inzwischen in ein Gebäude am Künzelsauer Bahnhof gezogen. Wo ich stehe, waren hier 3-4 Gleise. Sind die Arbeiter das Kochertal runtergefahren. Man hat hier ein Bahnhofständchen gehabt. Da hat man morgens, weil ich ja da gearbeitet habe, seinen Liter Milch geholt, seine 4 Butterbrezeln, hat für den Chef damals Zigarren gekauft. Also der Beginn war hier für mich, für meine Lehre, hier praktisch in dieser Straße. Das war ein kleiner Betrieb mit 2-Mann, 3-Mann Betrieb. Und Herr Wirth war ein sehr guter Vertreter. Es war ein persönliches Verhältnis. Und ich mochte die Familie Wirth. Reinhold war ja Schulkamerad. Frau Wirth mochte mich, Herr Wirth mochte mich. Der hat mich immer gescheucht. Und hinterher hat er gegrinst. Für Adolf Wirth, hier mit seiner Frau Alma, laufen die Geschäfte prächtig. Doch dann passiert etwas, womit keiner gerechnet hat. Wenige Tage vor Weihnachten, im Dezember 1954, stirbt Adolf Wirth mit gerade mal 45 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts. Ich war 19 Jahre alt. Ich war am Morgen seines Todestags noch mit ihm unterwegs in Gerabrunn. Da drüben haben wir noch 2-3 Kunden besucht. Das war ja kurz vor Weihnachten. Und ich bin dann ins Geschäft und dann kam der Telefonanruf. Er ist gestorben. Bin dann nach Hause und ja, ich meine, das war natürlich Schockstarre. Gell? Da haben sie weder Gefühle noch, dass sie sich große Gedanken machen, wie geht es weiter oder so. Das war halt einfach Schock. Anfangs nur mit seiner Mutter und dem einzigen Mitarbeiter Albert Berner macht Reinhold Wirth weiter. Mit 21 Jahren ist er der Chef. Ich weiß, was es heißt, ganz unten zu leben. Ich bin am Anfang mit meinem Auto losgefahren, um Kunden zu besuchen und habe, wenn ich den Berg runtergefahren bin, den Motor ausgemacht, um etwas Benzin zu sparen. Das junge Unternehmen profitiert mächtig vom allgemeinen Wirtschaftsaufschwung. Ob Bau- oder Autoindustrie, sie alle brauchen Schrauben und Befestigungssysteme. Und Wirth liefert sie. Sei es beim kleinen Handwerker um die Ecke oder im großen Industriebetrieb.
Berner ist ab 1957 der größte Konkurrent von Wirth. Und bleibt es über viele Jahre. Und doch verstehen sich die beiden ehemaligen Schulkameraden bis heute privat ganz gut. Vom Dach seiner Firma kann Berner zusehen, wie Wirth immer weiter wächst und wächst. Drüben auf dem Nachbarhügel. Er hat im Gegensatz zu mir am Anfang das Glück gehabt, dass er ein paar ganz wilde Hunde gekriegt hat im Geschäft. Das hat mir fast immer gefehlt. Also er hat mit Führungskräften mehr Glück gehabt wie ich. Und die haben mit ihm durchgezogen, und zwar konsequent. Und da würde ich sagen, das würde ich heute vermutlich anders machen. Aber da trauere ich nicht nach, er hat es besser gemacht. ...1956 heiratet Reinhold Wirth seine Freundin Carmen. Beide sind Mitglieder in der Neuapostolischen Kirche. Schon bald kündigt sich Nachwuchs an. Die beiden Töchter Marion und Bettina kommen zur Welt. Und ein Sohn, Markus. Er wird das Leben der jungen Familie entscheidend verändern. Mitten in Künzelsau. Im Hotelrestaurant Anne-Sophie arbeiten Menschen mit und ohne Handicap zusammen. Es ist ihr Projekt. Carmen Wirth engagiert sich seit vielen Jahren für die Integration von Behinderten, fördert Initiativen und fordert unermüdlich ein anderes, ein besseres Miteinander. Wenn ich nur an mich selber denke und an das, was ich kann oder jeder so kann, ist es ja also keine kreative Sache mehr in meinem Leben. Ich lerne ja nur auch von den Menschen, die anders sind, die was anderes machen, was anderes tun, andere Ideen haben und eben anders sind als wir. Den Impuls zu diesem Engagement setzt ihre eigene Lebensgeschichte. Sohn Markus ist aufgrund eines Impfschadens seit seiner frühen Kindheit schwer behindert, lebt in einer betreuten Wohngruppe in der Nähe von Fulda. Wann immer sie kann, besucht Carmen Wirth ihren Sohn. Bleib schön hier drin und mach da weiter, gell? Gehst du zu deinem Kollegen, ja? Und da weiter vorne hat's ganz viel. Anderen Menschen helfen. Dem hat sich Carmen Wirth voll und ganz verschrieben. 10 Jahre lang ist sie im Präsidium der Special Olympics, der weltweit größten Sportbewegung für Menschen mit einer Behinderung. Engagiert sind sie beide, Carmen Wirth und ihr Mann. Ich bin in Krebs und er ist in Widder. Und unterschiedlicher gibt es gar nicht. Das heißt, wie würden Sie ihn charakterisieren? Ja, er ist mal vielleicht ein Einzelgänger, der nach vorne strebt. Er ist ein Kämpfer, der eine Vision hat und auch sehr weit voraus, möchte ich mal sagen, und sehr mutig. Und das eben so anstrebt, weil da kann man nicht so oft nach links und rechts schauen, weil dann bleibt man ein bisschen auf der Strecke. Ich habe immer überlegt, was ist hinterm Berg und was kommt ums Eck. Also das war vielleicht einer der Gründe für die Entwicklung des Unternehmens. Ich war immer ziemlich neugierig. Und diese Neugier bekommt auf seiner Tour auch der Vertreter zu spüren. Und wie war Ihr Umsatz im Januar so? Im Januar habe ich 113% Zollerfüllung. Und was bedeutet das in Euro?
In Euro waren es im Januar 22.000, 23.000. Mhm. Also schon niedriger wie normal. Ja. Und wie lange sind Sie schon im Unternehmen? Seit 94, also im 11. Jahr jetzt. Mhm. Mhm. Aber lieber Herr Dürr, ich meine, wenn Sie jetzt so 20.000, 25.000 Euro machen nach 11 Jahren. Nee, im Schnitt habe ich 40.000 Euro. Euro ja. Pro Monat? Ja. Ah ja. Gut, das ist mein. Das war nur im Januar. Das ist nur im Januar. Ja. Da kommen dann halt im Sommer dann halt mit 50 oder 60.000 Euro. Wenn es um Umsatzzahlen, Wachstum und Gewinn geht, macht ihm so schnell keiner was vor. Wirth ist sicherlich auch Reinhold Wirth. Das ist ganz, ganz wichtig. Er ist der Gründer. Führungspsychologen würden sicherlich sagen, er ist eine ungewöhnliche Mehrfachbegabung. Er ist der Analytiker, der Zahlenmensch. Er ist der Visionär, jemand, der in ganz großen Zusammenhängen denkt. Und er ist der knallharte Macher. Und diese Kombination ist sehr ungewöhnlich. In Künzelsau laufen alle Fäden zusammen. Allein in Deutschland sorgen mehr als 400 Niederlassungen, der Handel über das Internet sowie rund 3000 Außendienstmitarbeiter für einen Milliardenumsatz. Dabei kann jeder dieser Vertreter wie sein eigener kleiner Unternehmer agieren. Das Selbstverständnis ist sicherlich auf der einen Seite, sehr viel Freiheit zu geben. Das Setzen auf Dezentralität, auf eigenverantwortlich. Auf der anderen Seite gibt es auch gewisse Aspekte, die sehr klar reguliert sind. Und aus diesem Spannungsfeld, aus klaren Regeln, die strikt eingehalten werden, die sozusagen die Wirth-DNA ausmachen, und der Eigenverantwortung, da entsteht eine produktive Spannung, die zu sehr viel Wachstum geführt hat. Die Zeiten, in denen hauptsächlich Schrauben verkauft wurden, sind längst vorbei. Rund 100.000 verschiedene Produkte hat Wirth heute in seinem Sortiment. Und Jahr für Jahr kommen neue Angebote dazu. Das war so in den 60er Jahren irgendwann. Da sind wir unglaublich gewachsen, also mit 100%. Das ging aufwärts da, das lief wie geschmiert. Das erste eigene Firmengebäude in Künzelsau wird schon bald viel zu klein. Die ersten Auslandsvertretungen entstehen, so wie hier in den Niederlanden 1962. Oder 3 Jahre später in Österreich. . 1964 macht Wirth seine erste Umsatzmillion in nur einem Monat. Auch die Zahl der Beschäftigten wächst. . Vorbei die Zeiten, in denen es, so wie hier in den 50er Jahren, noch überschaubare Betriebsausflüge gibt. Mit dem Auto allein schafft Reinhold Wirth all die Strecken zu den vielen Niederlassungen im In- und Ausland längst nicht mehr. Aber auch dafür findet er eine kreative Lösung. Ja, das war am Anfang gar kein Hobby. In den 50er, 60er Jahren hatten wir nur einen kleinen Bruchteil von Autobahnen wie heute. So dass man damals schon das gleiche Problem hatte, wenn man von Künzelsau nach Hamburg wollte, stand man in Nörden-Hardenberg am Ende der Autobahn und hatte seit 10 Kilometer Stau. Dann habe ich gesagt, so kann es nicht weitergehen. Dann habe ich mir so eine kleine Cessna 172 gekauft, bin dann auf dem Flugplatz in Stuttgart getigert und habe gesagt, sieh, ich brauche einen Flugschein, ich habe ein Flugzeug gekauft. Und so sieht Reinhold Wirth jetzt aus der Luft, wie sein Unternehmen wächst. Die Bodenhaftung verliert er dabei nie. Nicht nur, dass er seinem Heimatort Künzelsau zeitlebens treu bleibt, auch seine Mitarbeiter müssen für ihn ganz bestimmte Werte mitbringen. Also das Erste ist natürlich mal, und das ist, ich muss sagen, das ist 90% des Ganzen, ob der Kerl oder ob die Frau bereit ist zu schaffen. Das ist schlicht und einfach mal die Basis, das ist die Grundvoraussetzung.
wenn die da ist, dann kann man das andere alles lernen. Wir von Würth haben sie eingestellt, teilweise unter 2, unter 5, unter 20 Bewerbern für eine gewisse Position ausgesucht. Es ist eine vorwiegend männliche Truppe, die sich Würth zusammenstellt. Eine Truppe, die in Divisionen unterteilt ist und in der es zwar einen Vertrauensrat, aber keinen Betriebsrat gibt. Gewerkschaften sind in Künzelsau nicht erwünscht. Wenn einer hier dabei wäre, unter Ihnen, meine Damen und Herren, der bewusst einen schlauen Job sucht, der braucht nicht hier zu strecken und sagen, jawohl, ich bin so einer. Aber dem möchte ich wirklich raten und empfehlen, dass er sich gleich eine Fahrkarte bezahlen lässt vom Unternehmen und nach Hause fährt. Weil sie werden nicht glücklich in diesem Unternehmen und wir sind mit ihrer Arbeit dann auch nicht glücklich und zufrieden. Ich würde mich freuen, wenn Sie hier solche Wurzeln schlagen, dass Sie Ihr berufliches Arbeitsleben als Rentner dann bei Würth beenden. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Alles Gute, vielen Dank. Natürlich sind wir ein sehr leistungsorientiertes Unternehmen. Und das am Rande als Exkurs, wenn ich oft beobachte, was meine Mitarbeiter oder generell Mitarbeiter im Urlaub unternehmen, an Strapazen, da fahren die doch der Großglocknerlauf mit dem Fahrrädle bis auf 3500 Meter Höhe und andere nehmen die ganze Familie und fahren mit dem Fahrrädle von Passau bis nach Wien. Und wenn ich dann beobachte, wenn die zurückkommen, sind die absoluter Durchschnitt. Also wenn die manches Mal bloß 5% von dem, was sie da an Strapazen im Urlaub übernehmen, fürs Unternehmen einsetzen würden, wäre das wunderbar. Ich denke, das ist eine Art Selbstselektion. Das heißt, diejenigen, die hingehen und erfolgreich sind, die fühlen sich genau diesen Ideen verpflichtet, die fühlen sich an solchem System wohl. Es ist kein System zum Ausruhen, es ist kein System der Hängematten, es ist ein System der Leistung. Leistung wird belohnt, materiell, es gibt auch sehr viele Incentives und dergleichen. Das sind die Grundprinzipien. Viel passieren kann eigentlich nicht, wenn ihr wirklich den Kommandos gut gehorcht. Ja, ein bisschen Mut gehört dazu, aber nicht zu viel. Die Eventreisen, sogenannte Incentives, werden bei Würth ab den 1970er Jahren immer aufwendiger inszeniert. Die besten Manager und die erfolgreichsten Verkäufer aus der ganzen Welt kommen dabei zusammen. Sei es wie hier in der Nähe des Genfer Sees oder in der Karibik. Auch die Ehefrauen der sogenannten Top-Verkäufer sind bei diesen Veranstaltungen eingeladen. Zur besseren Unterhaltung wird schon mal ein Stargast wie Helen Schneider aus New York eingeflogen. Das ganze Jahr hart gearbeitet wird, dann kann man auch mal feiern. Ruhe findet Reinhold Würth auf seinem Landgut im Hohenloeschen. Dort lebt er mit Frau Carmen und seiner ältesten Tochter Marion, die einen Demeterhof betreibt. Ich habe ein Jagdschloss von den Hohenloeschen gekauft, 1970 schon. Also ich lebe da seit 74 schon drin. Und wer hier gutwillig herkommt, nach 2-3 Jahren will der nicht mehr weg. Also man kann hier wirklich gut leben. Wir haben tolle Restaurants im Umkreis von wo wir sitzen, von 4 Kilometer haben, oder ja, 10 Kilometer haben wir. 3 gibt Michelin-Sterne-Restaurants. Also es verhungert keiner, wir machen unseren eigenen Wein im Kochertal. Mit den 3-Sterne-Restaurants meint Reinhold Würth selbstverständlich seine eigene Spitzengastronomie. Daneben betreibt er Hotels wie etwa das Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe.
Ab den 1980er Jahren hat es Reinhold Wirth geschafft. Er gehört in die Top-Liga der reichsten Deutschen. Die Villa an der Algarve, standesgemäß für den Milliardär. Und nicht das einzige Feriendomizil. Zu dieser Zeit überlegt sich Reinhold Wirth, wie es einmal mit seinem Familienunternehmen weitergehen soll und überführt sein Vermögen in mehrere Stiftungen. So sichert Wirth sein Lebenswerk auf lange Zeit und spart nebenbei noch Erbschaftssteuer. Das wird dem Unternehmen enorm gut tun, so hoffe ich mal. Und wird die Familie zusammen, den Zusammenhalt in der Familie stärken, anstatt dass es über Erbstreitigkeiten dann oft einmal Differenzen gibt. Das artet ja manches Mal zu richtigen Kriegen aus und das hoffe ich verhindert zu haben durch die Regelung, die ich gewählt habe. ...1987 steht das Stiftungsmodell. Hobbyflieger Reinhold Wirth wechselt einige Jahre später in den Beirat und wächst in eine neue Rolle. Als Förderer von Kunst und Kultur, Stifter und Professor in Karlsruhe. Was nicht heißt, dass er sich nicht mehr um die Belange des Unternehmens kümmert. Erfolg zu haben, das ist auch etwas Schönes. Vor allem, glaube ich, auch für einen Mann. Wo uns vielleicht auch die Geschlechter ein bisschen unterscheiden, dass wir Frauen vielleicht doch auch noch andere Empfindungen haben dem Leben gegenüber. Aber der Erfolg ist für einen Mann, glaube ich, schon sehr wichtig. Und da, wo er nun Erfolg hat, da macht er natürlich in dem Tempo weiter, weil er spürt ja auch, er kann eingeholt werden. Ich glaube nicht, dass ich ein ausgesprochener Workaholic bin. Manches Mal, muss ich ganz offen sagen, stinkt es mir richtig, wenn ich das ganze Wochenende sitze und meine Post wegdiktiere. Aber eines habe ich mir geschworen, den letzten Postkoffer, den schmeiße ich selbst irgendwo ins Wasser mitsamt der Post. Die Wirth-Zentrale in Künzelsau heute. Kein Firmensitz wie jeder andere. Und das ist die Mutter. Das ist natürlich auch ein sehr freudianisches Motiv, dass Sie hier sehen, wie er sich hier so anbetet. Mittendrin, zwischen Büros und Cafeteria, befindet sich ein Museum. Frei zugänglich für jeden. Das ist also Theorien, die in diesem Kontext am Anfang des 20. Gerade findet eine Führung für Wirth-Mitarbeiter statt. Kunst und Arbeit, das gehört für Reinhold Wirth zusammen, soll die Motivation steigern. Europäer, wie er sich dann immer bezeichnet hat, und alle kennen. Mittlerweile gibt es 15 solcher Museen in Wirth-Niederlassungen auf der ganzen Welt. Dazu betreibt Wirth noch dieses Museum. Die Kunsthalle Wirth in Schwäbisch Hall, nur wenige Kilometer von der Firmenzentrale entfernt. Diese ganze Anlage der Kunsthalle sollte sich harmonisch einfügen in das Stadtbild von Schwäbisch Hall. Und wenn man eben so darüber schaut und sich dieses tolle Stadtbild von Schwäbisch Hall ansieht, das ist ja quasi das erste Kunstwerk, was der Besucher wahrnimmt, wenn er hier den Platz betritt, dann wird er feststellen, dass dieser Muschelkalk hier in Schwäbisch Hall durchaus auch früher schon verwendet wurde. Und noch eine Besonderheit gibt es hier. Ja, wir haben verschiedene Besonderheiten hier, selbstverständlich. Aber die größte Attraktion ist für viele Leute, dass wir hier gar keinen Eintritt nehmen und an 7 Tagen der Woche geöffnet haben. Das heißt, jeder kann täglich kommen von 10 bis 18 Uhr. Diese Ausstellung ist eine Leihgabe der Nationalgalerie Berlin. Als größter Privatsammler Europas spielt Wirth heute in einer Liga mit den ganz großen Museen der Welt. Auch 2 Bilder aus der Wirth-Sammlung hängen hier. Dieser Max Beckmann etwa. Die wirkliche Leidenschaft so zu sammeln, das ging so Ende der 60er Jahre los mit klassischer Moderne. Emil Nolde war eines der ersten Exponate, was ihn
so begeistert hat, dass er sich eben entschlossen hat, das zu erwerben und dann wohl auch gespürt hat, das ist jetzt was anderes, das ist nicht einfach ein Bild, was man sich ins Wohnzimmer hängt, sondern da ist jetzt was passiert. Und er hat das dann auch sehr konsequent weiterverfolgt. Mehr als 16.000 Kunstwerke von rund 2.500 Künstlern besitzt die Sammlung heute. Also diese Kunstaktivitäten haben mit Sicherheit auch beigetragen zum Erfolg des Unternehmens, nach innen zu den Mitarbeitern und nach außen. Selbstverständlich bin ich auch Mensch und vielleicht ein bisschen auch Ästhet. Also ich identifiziere mich sehr gern mit den schönen Künsten. Nicht weit von der Kunsthalle in Schwäbisch Hall steht ein weiteres Highlight, die ehemalige Johanniterkirche. . 2003 erwirbt Würth die berühmte Fürstenberg-Sammlung, rettet so eine einzigartige Auswahl an mittelalterlichen Altarbildern süddeutscher Meister vor dem Verkauf ins Ausland. Gekrönt wird das Ganze mit einer ebenfalls millionenteuren Dame, der Schutzmantel-Madonna von Holbein dem Jüngeren. Es ist natürlich sicher auch ein Gefühl der Verantwortung gewesen für diese Kunst im Ganzen auch, sie zu erhalten und sie auch eigentlich der Region zurückzugeben oder sie für diese Region zu erhalten, in der sie auch entstanden ist und jetzt eben hier in Schwäbisch Hall zu unserer aller Freude. Es ist das wohl teuerste Bild, das je in Deutschland verkauft wurde. Klar, dass das Geld dafür auch irgendwo herkommen muss. Wer wüsste das besser als Reinhold Würth? Hier noch einmal bei seiner Tour 2005 mit einem seiner Außendienstmitarbeiter. Und wie sehen Sie die Chance mit dieser Prämie, die wir ausgesetzt haben für Paul Merz? Ja. Wird das was? Ich hoffe es. Ja, gut, das liegt ja nicht alleine in meiner Hand. Das ist eine Teamprämie. Also ich hoffe schon. Also ich hoffe, dass das schon eine gute Auswirkung hat. Also auch letztes Jahr diese Prämien immer. Ja. Ich glaube, ich habe 203 habe ich bekommen letztes Jahr. Also das ist schon Anreiz. Ja, ja. Da ist für jeden was dabei. Da ist es über das finanzielle Anreiz, dann der Status, eben das Auto, die Leistung wird honoriert. Und so ist es ganz einfach. Und auch die Kunden draußen, die wissen das ganz genau. Fragen Sie mir nicht woher, aber jeder Kunde weiß wirklich, oh, da kommt einer mit einem großen Audi oder mit einem Mercedes, das muss ein guter sein. Also ich glaube, wenn ich irgendwann mal so weit bin, dass mich das nicht mehr berührt oder dass mir das egal ist, dann bin ich falsch. Tja. Aber das geht jetzt nicht so weit, dass Sie sich zu Tode schaffen. Nee, aber wir müssen schon was tun, also wir müssen schon Leistung bringen. Ja, ja, klar. Ich habe vor, das ist jetzt anderthalb Jahre her, gesagt, also mir stinkt es, dass die Monatsumsätze der Verkäufer so dümpeln und es nach oben so nicht mehr richtig weitergeht. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, also jetzt machen wir Folgendes. Wir machen eine Ausschreibung. Wer 4 Monate lang hintereinander jeden Monat 200.000 Euro Umsatz macht, der kriegt ein Mercedes als Incentive. Also nicht bloß zum Fahren, sondern als Eigentum. Und was ist gewesen? 5 Monate später sind 3 Mercedes in Friedrichsruh gestanden. Und die Verkäufer kamen mit ihren Frauen und haben vor großem Publikum ihre Autos in Empfang genommen, weil sie das erreicht haben. Fast scheint es so, als ob alles, was Reinhold Würth anfasst, von Erfolg gekrönt ist. Doch er muss auch Rückschläge hinnehmen. Die wohl bittersten Stunden erlebt er 2008. Würth gerät ins Visier von Steuerfahndern. Die werfen ihm vor, Kosten zwischen den Konzerngesellschaften nicht korrekt verbucht zu haben. Natürlich hat mich, ich meine, das kann ich ruhig
ansprechen mit diesem Steuerstrafverfahren, schon geschockt. Ich sage besten Gewissens, ich habe nie einen Cent Schwarzgeld gehabt. Und wenn ich irgendwo eine Sitzung hatte und habe 200 Euro oder Mark Sitzungsgeld bekommen, dann habe ich das immer schön brav angemeldet zur Versteuerung. Reinhold Wirth gilt seit dieser Zeit als vorbestraft und ist sauer. So sauer, dass er damit droht, den Firmensitz ins Ausland zu verlagern. Doch er bleibt. Heute ist er längst wieder im Reinen mit sich und seiner Arbeit. Wenn ich zurückschaue, war es natürlich, das muss ich schon sagen, unendlich viel Arbeit. Aber im Großen und Ganzen habe ich mein Leben schon diesem Unternehmen gewidmet, manches Mal fast geopfert. Also, Wiedersehen. Und wie erklärt er sich den unglaublichen Erfolg seines Unternehmens? Es war harte Arbeit. Und es waren natürlich eine Unzahl von größeren und kleineren Entscheidungen, die uns am Ende weitergebracht haben, wie den Wettbewerb. Ich wünsche ihm noch ein langes Leben. Er wird sicher in der Firma sein und da sein, solange er keuchen und fleuchen kann, solange er lebt. Aufhören, sich zur Ruhe setzen. Das ist nicht sein Ding. Auch jetzt, mit fast 80 Jahren, schaut er sich weltweit im Unternehmen um, besucht Firmen und erkundigt sich nach neuesten Trends und Entwicklungen. Im Januar einen Besprechungstermin vereinbaren können. Die Wirth Elektronik etwa. Eine von 400 Firmen, die heute zur Wirth-Gruppe gehören und die gut eine halbe Milliarde Umsatz macht. Der Standort in Waldenburg wird gerade erweitert. Von den beiden Geschäftsführern lässt sich Reinhold Wirth auf den neuesten Stand bringen. Wenn Sie 400 Gesellschaften und vielleicht insgesamt 1200 Manager haben für diese Firmen, dann scheidet einer aus oder wird versetzt oder so. Und da gibt es also permanent Veränderungen, die jeden Tag nachgeführt werden müssen. Also in der Holding sind diese Dinge immer up to date. Einer allein kann sich bei 10 Milliarden Euro Umsatz ohnehin nicht mehr um alles kümmern. Diese Zeiten sind längst vorbei. Kann man denn da überhaupt noch von einem Familienunternehmen sprechen? Ja, natürlich. Ich meine, mein Vater war ja da, ich war der Nächste. Und meine Tochter Bettina ist ja heute Beiratsvorsitzende. Die macht es ganz hervorragend. Also ich schmunzel immer wieder, wie dieses Mädchen da die Dinge treibt. Und zwei Enkelsöhne, der Benjamin und Sebastian, sind auch schon im Unternehmen tätig. Also die Familie ist nach wie vor gut vernetzt im Betrieb. Mhm. Das sind noch so neue Produkte, wo es um das Wireless Power Charging geht. Und er selbst? Was, glaubt er, bleibt übrig von seinem Wirken und Handeln im Unternehmen? Ich habe zu meiner Freude immer wieder beobachtet, wie im Unternehmen Bosch, heute noch dieser Robert Bosch, präsent ist. Also selbst wir Kuratoren haben uns oft gefragt, wie würde hier Bosch entscheiden? Und ich könnte mir schon vorstellen, dass in einem kleineren Rahmen das auch im Unternehmen wird mal so sein wird, dass man vielleicht einmal fragt, wie hätte denn der alte Reinhold Wirth da entschieden? Das wäre halt fatal, weil das erlebe ich ja bei David.